Und damit dann herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir machen jetzt den letzten Part für mich. Auf jeden Fall hauen jetzt den letzten hier auch noch auf, Pistolenexperte, damit wir ja ein kluges Mädchen werden. Wie die Belohnung schon aussagt, um weiterzukommen. Und jetzt einmal nur rüber. Oder was? Ich weiß nicht, wie man da runterkommt. Obwohl ich das gerne möchte. Jetzt können wir immerhin das hier machen. Ah, wunderbar. Jetzt kommen wir auch weiter. Jetzt ist mir auch klar, wofür das war. Neues Tagebuch. Tagebuch. Du nennst es halt, ich nenne es neu, das etwas Neues beinhaltet. Cool. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay. Dann würde es mich freuen, euch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Einzige Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stimme. Ich brauche Antworten. Nicht nur du, Lara. Nicht nur du. So. Wunderbar, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt könnten wir eigentlich alles aufmachen, glaube ich. Jetzt gehen wir mal gucken, was wir denn hier so nehmen können. Hä? So, komm. Dich ziehen wir hier mal gerade ganz. Oh, wir können die Türe so aufmachen. Cool. Hallo, du kommst nicht mal da hoch? Willst du mich verarschen? Aber so kommst du hoch. Nee, ist klar. Hä, du kannst hier nicht abstehen? Was bist denn du für eine? Dankeschön. Nehmen wir noch Sachen mit für unterwegs. Wenn wir schon gerade dabei sind. Regia nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Also nicht wirklich viel wert. Eine Hunderter Münze. Na dann. Jetzt ist noch fraglich, wie wir dorthin kommen. Wir müssen auf jeden Fall eine Etage höher. Jetzt ist nur die Frage, wie kam ich das letzte Mal rüber? Ja, ihr könnt mich für Banane halten, aber ich hab's vergessen. Ich hoffe, ich krieg's gleich wieder raus. Ach so, ja, nee, Mann, bin ich bekloppt. Ich
komme hier gleich wieder durch. Keine Sorge. Was ist denn da? Okay, nur noch Pfeile, die wir gerade nicht gebrauchen können. I have a little bit problem gerade. Das zeigt mir hier was hinter der Wand an, aber hier hinter der Wand ist nichts. Ihr wollt mich doch verkacken. Und hierdurch kommt man nicht. Es sei denn, man kann sprengen. Nö. Die Tür hat nicht mal einen Kratzer. So nebenbei. Also muss ich hier wohl oder übel wegen dem hier nochmal zurückkommen. Zum Glück haben wir ansonsten alles. Was für ein riesiges Ding einfach. Das machen wir hier auch noch auf. Ach so. Nee, von dort kommen wir doch. Ah, I see, I found the shit. Das haben wir alle von denen. Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Wäre auf jeden Fall geil. Und hier haben wir noch Bunker an der Klippe, komplette Karte, Belohnung ansehen. Cool. So. Dann sind wir auch schon wieder hier. Hehe. Schade, ist hier keine Schnellreise. Sonst wären wir in einer paar Sekunden wieder dort. Hä? Okay, gehen wir zurück. Sofern wir denn zurück müssen. Kehren Sie zum Lager der Überlebenden am Strand zurück. Okay. Wenn das alles ist, machen wir das. Ich wollte aber vorhin schon gerade sagen, hä? Warum finde ich denn die anderen zwei Sachen nicht? Ich bin doch nicht völlig Banane. Aber, wie es aussah, war ich nicht Banane. Ich war nur zu übergründlich. Wie ich es oftmals bin, wenn ich sowas durchsuche. So, wo kommen wir denn hier lang? Wunderbar, noch ein bisschen EP. Wow, das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Aber... oh Gott, nee. Wir kommen direkt an ein Lager an. Ob das jetzt auch noch geht, keine Ahnung. What? Den hat's gekillt? What the hell, man? So. Wunderbar. Das ist auch kein Schnellreiselager. Was mich ziemlich erstaunt. Habe ich jetzt noch was liegen gelassen? Ja, und unter uns, ne? Aber unter uns gehe ich jetzt nicht mehr hin, ne? Das könnt ihr vergessen. Ja. Oh oh. Hä? Warum das, Leute? Habt ihr das jetzt gerade begriffen? Ich hab's zwar gesehen. Ich weiß, ich muss Kreis drücken, aber hä? Ich hab nicht mal was gedrückt zurzeit. Nee! Warum hält die dich nicht.
Seid ihr manchmal auch so verdutzt, wenn sowas passiert? Es tut mir leid, ihr könnt ja spulen, ich nicht. Und dann noch von so einer Scheißansicht! Oh, das hat nochmal geklappt. Halleluja. Man muss einfach X drücken, mehr nicht. Hallihallöle. Das war mal eine Rundfahrt. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, Jeff! Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Das ist auf jeden Fall wahr. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Dann ist die wahrscheinlich die Einzige, die alleine geht. Die gute Reyes. Aber okay. Dann gucken wir in der letzten Minute noch nach, was wir denn da drüben noch so haben. Denn dort hinten soll ja noch was sein. Und das möchte ich gerne noch angucken. Ja, sicherlich auch. Na los, mach die Türe auf. Auch nicht schlecht, das Ding. Wirklich nicht schlecht. Was ist denn das? Geht's hier weiter oder was? Oh. Da geht's ja weiter. Scheiße, ne? Aber da möchte ich erst im nächsten Part weitermachen. Denn wir haben noch im nächsten Part eine Ruine zu erkunden. Und danach geht's erst frisch fröhlich weiter. Aber davor, nee. Könnt ihr das vergessen? Ich weiß zwar nicht, wie wir dort hochkommen, aber wir kommen sicherlich irgendwie da noch hoch. Offscreen finde ich sicher hier irgendwie eine Lösung für. Aber danke, dass ihr bis hierher zugeguckt habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall nicht gerade actionlastig geworden, dieser Part, aber hey, wer Tomb Raider mag, der mag auch die Sightseeing-Tours. Also, wer das nicht mag, ist einfach bei Tomb Raider an der falschen Adresse. Klar wird geballert, aber nicht immer. Das müsst ihr euch einfach vor Augen halten. Da müsstet ihr schon fast sowas wie Uncharted spielen oder eben Just Cause 3. Aber nichtsdestotrotz, eben ist ein geiles Spiel und ich freue mich mit euch weiterzumachen im nächsten Part, wenn es denn wieder heißt Tomb Raider mit Lara Croft. Tödle! Oh. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Rob.
Aber erst im nächsten Part. Tüdelö!